Hallo, ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Also, dadurch, dass ich jetzt die dunkle Seite der Priesterin gezeigt hat, bekomme ich hier rein, irgendjemand wird hier auf dich zugehen und du sollst bitte ruhig bleiben. Es geht darum, dass dir vielleicht oder dass mit dir die Gäule durchgehen könnten, weil diese Person dich vielleicht aufregt, dich reizt mit den Aussagen, die sie tätigt. Ich bekomme hier die Sechs der Kelche rein. Das ist eine Person, die auf dich zugeht, die du kennst, mit der du sehr vertraut bist. Und es kann durchaus sein, dass es eine Person ist, mit der du eine Seelenverbindung hast, ja? Seelenverbindungen können verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel habt ihr eine gemeinsame Lernaufgabe, das ist das Häufigste. Dass ihr euch gegenseitig triggert. Die angenehmste Art und Weise wäre natürlich, wenn es für eine Partnerschaft ist, die liebevoll ausgerichtet werden möchte, wo man sich gegenseitig unterstützt. Aber durch deine dunkle Seite, die da hochkommt, nehme ich eher an, dass diese Person dich antriggern wird mit den Acht der Kelchen. Naja, du willst mich ja eh nicht, ich gehe dann mal. Es kann sein, dass dich jemand versucht, aus der Reserve zu locken diese Woche, dass jemand einen auf Selbstmitleid macht. Ich werde ja eh nicht geliebt, du siehst mich ja eh nicht, du willst mich ja eh nicht. Dann suche ich eben mein Glück woanders. Dann suche ich eben die Liebe woanders. Ja, es kann sein, dass so eine Person auf dich zukommt und versucht, dich aus der Reserve zu locken. Und du musst aufpassen, dass du nicht explodierst. Bleib in der Ruhe, bleib in der Mäßigkeit, weil das sind dann Machtkämpfe ansonsten. Und du müsstest dich wieder heilen, ja? Weil du dich oder weil du übers Ziel hinausgeschossen bist. Ich kriege aber hier für dich den Erfolg rein. Wenn du ruhig bleibst, in der Mäßigkeit, in der Geduld, ihn kommen und gehen lässt oder sie und dann nicht wirklich so viel reingibst an Energie. Hier, Vorsicht, ja? Sei achtsam und bleib auf dem Pfad des Lichts und der weißen Magie. Versuch also nicht irgendwas Negatives in seine Richtung zu schicken, es könnte zu dir zurückkommen. Ich kriege aber rein, diese Person wird erstmal alles darauf setzen, zurückkommen zu können, um dir dann nochmal nachhaltig zu sagen, du willst mich ja eh nicht, du liebst mich ja sowieso nicht. Ich werde mein Glück woanders suchen. Und deine Aufgabe oder Herausforderung ist, bleib im Gleichgewicht, bleib in der Gleichgültigkeit. Das heißt, es ändert sich ja sowieso nichts für dich. Ob du dich da jetzt aufregst oder nicht, es ändert sich nichts. Aber Erfolg wirst du haben, wenn du dich eben nicht aufregst. Ja? Wir gehen jetzt mal auf die einzelnen Schritte. Warum kommt diese Person zurück? Sie könnte doch auch einfach weitergehen und sagen, naja gut, okay, es hat nichts gebracht. Also sie ist ja auch, oder er ist ja auch keine Rechenschaft schuldig, wenn sie eine neue Beziehung eingehen möchte oder das Herz für jemand anders. Ja, es geht hier um dich. Es geht hier um dich. Warum kommt sie auf dich zu? Weil es geht nicht um eine andere Person. Es geht um dich. Ja? Du hast dich an erster Stelle gesetzt oder gestellt und eine andere Person ist deswegen beleidigt, ja? Gefrustet, beleidigt und versucht dich natürlich anzutriggern, aus der Reserve zu locken, weil sie feststellen will, ja, hat sie noch Gefühle? Wenn sie sich aufregt, hat sie noch Gefühle, zumindest Emotionen, ja? Da jetzt näher drauf einzugehen, also gut, wartet. Also gut, ich gehe mal näher drauf ein. Wenn jemand so ein Denken hat, dann ist er ja selbst so, dass er dann angetriggert wird oder aus der Reserve locken lässt, wenn man an seine Emotionen geht oder wenn man ihn ignoriert. Und genau das ist es. Vielleicht hat diese Person ja schon alles bei dir ausprobiert und du hast einfach nicht reagiert, ja?
Und es ist halt ein sehr unreifes Verhalten. Diese Person kommt wegen dir zurück, weil du vor ihr bist. Das heißt, du bist hier auf Position 28. Du hast dich an erster Stelle gestellt. Normalerweise ist der Herr auf Position 28. Außerdem vermisst er dich. Da ist eine starke Sehnsucht. Er will einfach nur wissen, wie du drauf reagierst, ja? Bleib ruhig. Bleib bei dir vor allen Dingen. Weil du liegst hier auf der Mäßigkeit und da geht es um Ruhe, Ausgeglichenheit, Heilung, Geduld, ja? Reife, geben und nehmen. Okay, jetzt ist eine Karte direkt auf ihn gefallen. Der ist blockiert. Er kommt im Leben nicht weiter. Er ist blockiert. Er kann ja eigentlich gar nicht gehen, selbst wenn er es dir androht. Und selbst wenn du sagst, ist mir doch egal, oder selbst wenn du sagst, das regt mich auf, immer dasselbe. Also egal, was da ist, die Person kommt nicht weiter und jetzt versucht sie dich halt aus der Reserve zu locken. Der Berg ist drauf gefallen, auf sein Vorwärtskommen, auf sein Ich gehe dann mal. Ja, die Acht der Kelche ist, da war viel Potenzial, aber es wurde nicht genutzt oder es wurde nicht zu Ende genutzt. Die Neun der Kelche, wenn ich jetzt diesen Kelch noch dazu ziehen würde, wäre Selbstliebe, sich selbst Gutes tun. Aber hier tut nicht jemand was für sich Gutes, sondern kommt ins Rotieren, versucht dich aus der Reserve zu locken. Und das Gute, was er haben will, ist eigentlich diese Chance auf Herzöffnung, auf eine besondere Liebe. Und wenn es das denn gibt, dann wäre er nicht so blockiert und er hätte es auch gar nicht nötig, zu dir zu kommen, mit dir drüber zu reden, dich aus der Reserve zu locken. Wenn du mal ganz logisch drüber nachdenkst, wenn du wirklich verliebt bist, gehst du bestimmt nicht zu deinem Ex und fragst ihn um Erlaubnis oder sagst, so hast du jetzt davon. Ja, das ist total unreif. Es ist nicht nötig. Diese Person hat aber Sehnsucht nach dir und steht sich aktuell selbst im Weg. Der kommt nicht von dir weg und möchte, dass du in Bewegung kommst. Und da du dich nicht in seine Richtung bewegst, wird er dafür sorgen, dass du dich aufregst. Und dann weiß er, sie fühlt noch was für mich. Ja, es ist eine unreife Art und Weise, sich die Gefühle von jemand anders zu klauen einfach. Ja, statt dass man erwachsen ist, dahin geht und sagt dazu, ich liebe dich, komm nicht von dir los. Können wir uns noch mal unterhalten? Können wir vielleicht einen gemeinsamen Weg finden? Nein, das kriegt er nicht hin. Auf das Ass der Kelche hätte ich gerne noch etwas. Das Ass der Kelche, das universelle Geschenk und es ist zu dir gefallen. Schau, schau. Schau, schau. Guck, das Ass der Kelche, darauf habe ich gefragt. Die Klarheit darüber, dass du das universelle Geschenk warst, ja? Es gibt keine zweite Person wie dich. Es ist alles zu dir gefallen. Du bist das universelle Geschenk und das ist einer Person klar, aber du sprichst auch nicht mehr drüber. Möglicherweise hast du ihn oft dazu oder daraufhin angesprochen, aber der Besen auf deiner Seite ist verschlossen. Der ist verschlossen und es bedeutet, ich spreche nicht mehr drüber. Ja, möglicherweise war das so, aber da hat einer hat es kommuniziert und der andere hat sich ausgeschwiegen. Und irgendwann ist es halt auch einfach zu lange her, ja, und es ist keine Reife da. Diese Person, also das Ass der Kelche weiß, diese Person weiß, diese eine Liebe gibt es nur bei dir, das gibt es nicht nochmal. Auf den Sieg. Man sucht irgendwie nach einer Lösung, nach einem Weg, nach einem, wie komme ich an sie ran? Was kann ich tun? Hier ist jemand sehr strategisch unterwegs, ja? Versucht hier so ein bisschen einzukreisen. Worauf hat sie schon mal reagiert? Was lockt sie aus der Reserve oder ihn? Wenn du jetzt ein Mann bist und hier zuschaust, drehst dir bitte rum. Aber hier kriege ich definitiv rein, jemand versucht strategisch vorzugehen, dich aus der Reserve zu locken. Und das ist das, was diese Woche auf dich zukommen könnte.
Solltest du diese Legung an irgendeinem anderen Tag gucken, also nicht frisch hochgeladen, sondern was weiß ich, eine Woche, 2 Wochen, einen Monat oder ein Jahr später, zufällig, dann trifft die zu, weil es einfach eine zeitlose Legung ist. Die ist also nicht auf eine spezielle Woche festgelegt, sondern einfach nur die kommende Woche, ja? Am unteren Deck haben wir hier das Labyrinth, jemand weiß nicht weiter. Jemand versucht es auf alle möglichen Arten, dich aus der Reserve zu locken. Wenn dem so ist und diese Person kommt auf dich zu, bist du jetzt vorgewarnt und weißt Bescheid, er versucht es halt irgendwie, aber nicht, weil er dich loswerden will oder um dir jetzt wirklich zu sagen, ich habe eine neue, ich habe jemand Neues kennengelernt, was weiß ich was. Sondern hier in dieser Legung, wenn du damit resonierst, bist du vorgewarnt, die Person kommt deshalb auf dich zu, weil sie dich aus der Reserve locken will und eigentlich hat sie noch ganz starke Gefühle für dich. Und du gehst in den Erfolg. Wir haben hier bei dir eine große Arkana, die ist ganz, ganz wichtig. Bleib in deiner gesunden Mäßigkeit, in deinem Gleichgewicht, in einem gesunden Verhältnis zu dir und zur anderen Person. Hau nicht übers Ziel hinaus, werd nicht aggressiv, auch wenn du es durchschaust, ja. Lass ihn einfach damit stehen. Wenn es nicht für dich gesund ist, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es nicht für dich. Ganz einfach. Dann lass es einfach weg, ja. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich über dein Like. Bitte nicht vergessen zu liken. Und falls du selber eine Beratung buchen möchtest, schau gerne in die Infobox. Falls du wissen möchtest, ob das denn deine Legung ist und ob sowas auf dich zukommen könnte, wäre eine persönliche Beratung immer sinnvoll. Ansonsten biete ich auch gerne Reiki-Einweihung an. Da brauche ich allerdings eine Vorlaufzeit von 2 bis 3 Wochen, um das Ganze zu organisieren, weil man das dann vis-à-vis macht. Das heißt, ihr würdet es dann bei mir machen. Und ich mache das nicht in der Gruppe, ich mache das dann wirklich nur mit dir alleine, ganz in Ruhe mit der Einweihung. Und ich mache immer den ersten und zweiten Grad zusammen. Und wenn dich das interessiert, schau da gerne in die Infobox. Und ja, wenn du das gerne bei mir machen möchtest, kannst du dich gerne auch bei mir informieren. Dazu kannst du mich anschreiben über WhatsApp. Also bitte schriftlich, keine Audio schicken. Es könnte sein, dass ich sie dann nicht abhöre, vor allen Dingen, wenn die Audios zu lange sind, weil ich zu oft zu viele Audios erhalte. Deswegen bitte schriftlich, ja? Bis ganz, ganz bald, wenn du möchtest. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bis dahin alles Liebe für dich und bleib gechillt. Ciao.